gab eine Zeitungskrise, Anzeigen nicht mehr fett. Verleger droht die Armut ab durch das Internet. Da holen sie knieben Kerle ins Haus, die stellten fest, die Kosten für das Ganze, die geben euch den Rest. Ob Brötchen oder Zeitung, den Knien ist ja egal. Man muss nur fleißig streichen, sonst sinkt Renditis da. Sie sagten, jeder müsse sparen an seinem eigenen Fleck. Da waren sie sich einig, die Alten müssen weg. Sie bauen ab alles nahe, Geschäfte stehen seit nur mehr. Zogen alte Hasen, man macht es dem Verkehr. Sie sagten, Tarife sind von gestern, das sagt nur unterm Schnitt. Es gibt so viele Menschen, die machen alles mit. Sie ließen Lokalteile schlagen, setzen Chefs aufs Netz, verschenken so ihren Vorteil fort, das rächt sich jetzt. Und wenn sie sich bemühten, die grünen Schnäbel sehr, Erfahrung, die war flöten, das Blatt macht wenig her. Der Stadtrat schlief in Frieden, Skandal unentdeckt. Die Zeitung wurde schlechter, die Leser sahen's voll schreck. Der Inhalt wurde billig, so billig wie das Blatt. Und manche von den Lesern, die hatten es bald satt, und zogen sie von dannen, kriegen Kerle gleich. Ihr Job war ja erledigt, sie selber wurden reich. Sie zogen ein aus weiter und ließen uns zurück. Mit ausgedünnter Zeit und für den Leser gar kein Glück. Und wenn ihr mich nun fragt nach der Moral in der Geschichte, dann kann ich euch nur sagen, vertraut dem Knie.